Achtung, es folgt ein Gastvideo bei Say What. Gastvideos sind keine Kanalempfehlungen meinerseits, sondern sollen den Zuschauern die Möglichkeit geben, sich einen ersten eigenen Eindruck von einem Kanal zu bilden. Ich wünsche gute Unterhaltung bei dem nun folgenden Beitrag. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Hier ist wieder der Screencast-Profi und heute mal nicht auf meinem Kanal, also auf Screencast-Profi, sondern heute habe ich ein Gastvideo auf The Say What Cube. Ja, ich wollte mich nochmal recht herzlich bei dir bedanken, Julian, dass du mir dieses Gastvideo ermöglicht hast. Ja, auf meinem Kanal findet ihr Tipps und Tricks rund um das iOS-Device, Tipps und Tricks rund um den Mac und Apple News. Ja, schön kompakt zusammengefasst immer. Ja, ich will gar nicht so viel reden. Kommen wir direkt mal zur Sache. Heute habe ich eine ganz besondere Studio-App für euch. Und zwar eine kostenlose App aus der Big Boss Repo. Und ja, ihr kennt das sicherlich. Ihr wollt euch mal wieder eine App aus dem App Store runterladen, aus dem guten alten App Store. Und ja, habt dann aber das Problem, dass ihr immer wieder euer Passwort eingeben müsst. Und das regt einen ziemlich auf nach einer Zeit, wenn man sich viele Apps aus dem App Store runterlädt. Ja. Dafür gibt es jetzt eine Lösung aus dem Studio Store, aus der Big Boss Repo, und die nennt sich Password Pilot. Ja, wie gesagt, die App ist kostenlos und ja, die App findet ihr hier. Also Big Boss Repo ist das und Password Pilot nennt sich das Ganze. Das könnt ihr euch hier kostenlos installieren. Ja, und ja, wo finden wir das Ganze? Das Ganze finden wir in den Einstellungen und ja, wir scrollen einfach ein bisschen runter und dann sehen wir hier Password Pilot. Da klicken wir mal drauf und jetzt können wir hier unser Passwort eingeben. Das mache ich eben kurz, damit ihr mein Passwort nicht seht, und dann bin ich wieder zurück. Bis gleich. Das Passwort ist eingegeben. Ja, jetzt können wir einfach mal in den App Store gehen. Und wir installieren uns jetzt einfach mal eine kostenlose App. Nehmen wir mal in die meistgeladenen Apps und dann nehmen wir hier mal dieses Early Bird. Nehmen wir einfach mal diese gratis App. Klicken auf gratis und jetzt auf installieren. Und wie ihr seht, steht mein Passwort da schon. Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, ich kann jetzt einfach auf OK klicken, muss mein Passwort nicht mehr eingeben und die App wird installiert. Ja, also eine sehr, sehr, sehr schöne App, wie ich finde. Ja, also da sie kostenlos ist, ladet sie euch einfach runter. Sie ist echt ein Download wert, muss ich echt sagen. Und ja, ich bedanke mich nochmal an SayWhatTube, dass du mir dieses Gastvideo ermöglicht hast. Jo, das war's. Schaut gerne auch mal auf meinem Kanal vorbei. Das war's. Ciao, Leute.